Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Oh, juhu, Silvester. Hör mir auf. Silvester, der überschätzteste Feiertag des Jahres. Da kriegst du nach 364 sehr durchwachsenen Tagen auf dem letzten Meter immer noch so eine Zumutung neigedrückt. Und es gibt dafür nicht mal einen ganzen Tag frei. Ja, Silvester ist ein halber Arbeitstag. Und alle tun, als wär's die Fete des Jahrhunderts. Und dann endet's meistens in Tränen, in Krawall und in Bergen von schmutzigem Geschirr. Ich hab auch nach 48 Jahren, Entschuldigung, keinen Bock mehr, einen stockbesoffenen Butler in Schwarz-Weiß über einen Tigerkopf stolpern zu sehen. Same procedure as every year. Oder Andrea Kiebel, die sich vorm Brandenburger Tor bei der großen Silvesterparty um Kopf und Kragen moderiert. Bleigießen ist auch verboten wegen der giftigen Schwermetalldämpfe. Wachsgießen ist erlaubt. Toll, aber der Schlotz sieht jedes Mal gleich aus. Wachsgießen, du siehst jedes Mal, denkst du, wenn du den ins Wasser kippst, ach, nächstes Jahr erwartet mich aber eine Ladung Dünnschiss. Es gibt nur eins, das schlimmer ist als Silvester. Neujahr. Da stinkt die ganze Bude nach halbvolle Gläser, nach Verwesung und nach Fondue-Fett. Und du musst mit einer Birne wie ein Fesselballon 8 Doppelzentner Raketereste, Scherbe, gefrorenes, erbrochenes vom Bürgersteig, Schippe und Ostern findest du dann die letzte Mini-Gürkchen, die Cornichons vom Raclette. Die findest du dann hinterm Sofa und denkst, die Seidespinnerraube verpuppe sich aber früh dieses Jahr. Hör mir bloß auf mit Silvester. Ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Prost, Neujahr! Guten Morgen Hessen mit FFH-Mittwochsmotzer Johannes Scherer bei Hitradio FFH.